Ich kann die Verbindung zu Ondra spüren, genauso wie Mahui es mir beigebracht hat. Aber irgendetwas fehlt noch. Vielleicht bin ich nicht in der richtigen Verfassung. Er schaut finster drein. Denk daran, den Atem anzuhalten und deine Knie zusammenzupressen. Ich habe leider keinen blassen Schimmer, woran es liegen könnte. That's okay. Persistence is everything, right? Das ist okay. Durchhaltevermögen ist alles, oder? Er zuckt mit den Achseln. Tja, ich müsste wahrscheinlich meinen Wasserformer dabei haben. Also, meinen Hochnäsigen, den ich gerade eingesackt habe. Was gibt es denn noch hier? Die Meditationskammer, die Bibliothek, den Übungsraum. Naja, die Bibliothek. Einfach dürfen wir uns ansehen. Ja, die vier Formen des Wasserformens. Es folgt eine Einführung in die vier Formen des Wasserformens, welche die grundlegenden Lektionen unserer Gene umfassen. Trauer, Hoffnung, Metamorphose und Transzendenz. Die Form der Trauer, zu akzeptieren, dass die eigene Körperlichkeit nicht so wandelbar ist wie Wasser. Die Form der Hoffnung, zu verstehen, dass Wasser unnachgiebiger und unaufhaltsamer ist als jede andere Kraft der Natur. Die Form der Metamorphose, zu erkennen, dass das Wasser des Körpers helfen kann, die früheren Formen aufzuheben. Die Form der Transzendenz. Wasser bedeckt die Aura. Wenn Wasser geformt werden kann, kann auch die Welt geformt werden. Darakus Antwort. Mairo, für was hast du mich überhaupt weggeschickt, um in unerforschten Gewässern über die vierte Form zu meditieren, wenn ich mich schon wieder zurück zur Kahanga-Flotte rufe? In der Schlangenkrone muss eine Bombe hochgegangen sein, wenn nicht aus Schwarzpulver, dann aus Enthüllung. Diese Unterbrechung ist ein Rückschlag. Ich vertraue darauf, dass das nächste Ereignis unserem Volk einen Schub geben wird. Ich werde Perekis Entschlossenheit dorthin segeln, wo ich denke, dass du mich am meisten gebrauchen kannst und erwarte weitere Befehle. Ich hoffe, dass die Gerüchte, die die Welt zu mir tragen, glaubhaft sind. Ich würde dich bitten, Onesca, meine Liebe, zu übermitteln, aber sie weiß bereits, dass sie ihr allein gehört. Sag ihr, dass sie nur mit ihren Fingern schnippen muss, damit ich wieder zu ihrem Sturm werde. Daruku, Meister der Wasserformer. Nehmen wir das beides mal mit. Sicher ist es für irgendwas gut. Gildenruine. Ha, da will ich erstmal nicht runter. Nebenbei. Die Graberstraße, ein banges Gefühl. Die geschminkten Masken, alles Erklärung. Die Schatzkammer des Erdmagiers. Ich habe es in Akemirs Anwesen geschafft. Jetzt muss ich nur seine Schatzkammer finden. Ja, Laterne des Gaun. Ich muss noch mit beiden anderen Gefährten über ihre Nebenquests reden. Jetzt aber erstmal mit der Gildenmeisterin hier reden. You have questions for me. Speak up, I say. Du hast Fragen an mich, dann leg los. Die Gildenmeisterin verschränkt ihre Arme und nickt. Erzähl mir etwas über die Gilde. My pleasure. Water shaping is a talent bestowed on the Juana by the goddess Ngati. Ekera, freut mich. Das Wasserform ist ein Geschenk der Göttin Ngati an die Juana. Ariki was the first in recent memory to organize the talent into a series of teachable forms. Periki war die erste in jüngerer Zeit, die dieses Talent in einer Reihe unterrichtstauglicher Form brachte. What else would you like to know? Was möchtest du sonst wissen? Woher bezieht die Wasserformer ihre Macht? Our art is the yield of the Juana's ancient covenant with the goddess. Unsere Kunst ist die Einhaltung des uralten Bundes zwischen den Juana und der Göttin. Our ancestors pledged to protect the luminous Audra, the islands and the tribes. Ngati gifted us with the strength to keep our promise. Unsere Vorfahren verpflichteten sich, den leuchtenden Adra, die Insel und die Stämme zu beschützen. Ngati beschenkte uns mit der Stärke, um unsere Pflicht zu erfüllen. Was tun Wasserformer eigentlich genau? Tides, prevent storm damage and keep unwelcome ships at bay.
Wir kontrollieren Gezeiten, verhindern Sturmschäden und halten nicht willkommene Schiffe auf Abstand. Lately we have experienced an artistic revival of sorts, thanks to our star pupil Takehu. Also in der letzten Zeit haben wir eine Art künstlerischer Renaissance erlebt, dank unserem Starschüler Takeo hier. We represent the best of Wana achievement. No small responsibility. Wir stellen das Beste der Entwicklung der Wana dar, keine kleine Verantwortung. Zurück zu meinen anderen Fragen. Akira, speak freely. Leb wohl. Okay, sie sagt nichts viel Besonderes. Jetzt, wo wir diese interessanten Sachen haben, können wir ihm helfen? Do you need something? Seeing as I'm getting nowhere, I'll spare you the time. Dann leb mal wohl. Da brauchen wir vielleicht wirklich unseren persönlichen Wasserbändiger für. Dieses verzierte Becken gibt einen schrillen Klang ab, wenn man Druck auf den äußeren Rand ausübt. Ja. Und überall Wasser. Hm, Wasser ist doch was Schönes. Dann werfen wir mal einen stummen Blick in die Ruinen. Ja, und ich befürchte wirklich, bevor wir weitermachen in der... Ja gut, die Leute, die jetzt gerade an Bord meines Schiffs sind, die können wir gerade ignorieren, weil wir sie nicht mit dabei haben. Mit denen kann ich reden, wenn ich sie mitnehme. This is why you don't neglect your chores. Deswegen vernachlässigt man nicht seine Pflicht. Steintor. Diese Tür ist fest verriegelt. Ein paar eingeritzte Symbole stechen aus anderen Einritzungen und Inschriften hervor. Abgesehen davon findest du keine anderen offensichtlichen Mittel, den Weg zu öffnen. Eine verblasste Inschrift ist in die feinen Einritzungen im Stein eingebettet. Lesen wir sie mal. Ohne der Huana ziehen die Steineingang. Negati hätte ihre Auserwählten kein wässriges Bündnis gewährt, wenn sie seiner nicht fortdauernd würdig wären. Dieses Heiligtum ist ein Bündnis, das wir aus eigener Kraft geschlossen haben. Nur das Bundessiegel und die Worte seit meiner Hingabe werden den Weg freigeben. Periki, Meisterin der Gilde. Da gehen wir mal wieder. Und werfen noch einen Blick hier runter. Ach, hier unten sind auch Wasserformer. Ikeno. Das ist Perikis Grab. Ah ja. Tintenharfe. Na gut, so kommen wir wenigstens an irgendwelche Rohstoffe. Oder ein Fläschchen. Über die Herkunft und den Untergang der Altstadt die Katakas. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Hier ist noch was unter den Trümmern versteckt. Ein Türkis und sehr viele Azurmuscheln. Also ein bisschen Geld wieder für uns. Was hast du zu sagen? What say, friend? The Guild Sanctum has seen better days. Was sagst du, Freund? Das Gildenheiligtum hat schon bessere Tage gesehen. Der junge Wasserformer lehnt sich auf seinen Besen und lächelt dich an. Bist du ein Wasserformer? One of middling skill, if I am generous. Ikera, einer mit mittelmäßigen Können, wenn man es großzügig sieht. Not all of us can boast of Takehu's talent. But Negati touches us differently, I say. Nicht jeder von uns kann Tekeos Fähigkeiten haben, aber Negati berührt uns alle anders. The Guild didn't used to allow outsiders the freedom of our halls. Ikira. But how times change.
Die Gilde hat nicht immer Fremden den Zutritt zu unseren Hallen erlaubt, Ikera, aber wie sich die Zeiten ändern. Was tust du hier? I dust off Periki's tomb and try to keep the place tidy. Ich bin nur ein Hauswart. Ich wische den Staub von Pekiris Grab und versuche es sauber zu halten. Caring for the guild hall usually means drying off when others get wet in practice. Um die Gildenhalle kümmern heißt normalerweise Sachen trocknen, die die anderen beim Üben nass machen. Ikeno schüttelt den Kopf mit einem müden Lächeln. Was ist hinter der Steintür beim Treppenaufgang? A sanctum for master water shapers, I say. No students or outsiders allowed. Ein Heiligtum für Wasserformer. Keine Schüler oder Fremden sind erlaubt. I have never been there myself. Myru assures me the room has no need of cleaning. Ich bin nie selber dort gewesen. Myru versichert mir, dass der Raum nicht gesäubert werden muss. Er zuckt lächelnd mit den Schultern. Dann leb wohl. Was können wir an der Statue machen? Die Statue stellt eine Bauerin dar, deren ausgetrocknete Hand nach der Luft greift. Eine erodierte Plakette findet sich zu ihren Füßen. Irgendetwas an der Statue ruft nach dir, der Nachklang einer zerbrochenen Seele, die lange und gedankenschwere Jahre an diesen Ort verbracht hat. Du spürst einen Triumph, der von Trauer und Bedauerung durchzogen ist. Lesen wir erstmal die Plakette. Die Worte sind erodiert und vom Wasser beschädigt, aber Partei sind noch lesbar. Periki, Lehr und Jäger überquerte die Länge der und zurück, Kant für gerissenes Geschäft. Lapas, möge ihre Ruhen... Ige Seele Eiheit, also wahrscheinlich Freiheit. Die verweilte Seele untersuchen. Dein Sichtfeld bewegt sich im Rhythmus der See. Du siehst an Deck der Rotichwind, wo deine Kameraden bei der Arbeit. Dein Sichtfeld bewegt sich im Rhythmus der See. Du stehst an Deck der Hurtigwind, wo deine Kameraden bei der Arbeit belustigte und sich beglückwünschende Blicke austauschen. Einer von ihnen klopft dir anerkennt auf die Schulter. Die Geste abweisen. Du gehst einen Schritt zurück und wirfst deinen Kameraden einen wohlwollenden Blick zu, ungeachtet seiner guten Absichten. Zeit zum selbstzufriedenen Durchatmen werdet ihr haben, wenn ihr sicher in die Katakana angekommen seid. Am Backbord bahnt sich etwas seinen Weg an die Wasseroberfläche, ein gigantischer Schatten direkt unter den Wellen. Jemand ruft, dass sich die Winde endlich zu deinem Vorteil gedreht haben. Sofort darauf sind bei der Mannschaft begeisterte Jubelrufe zu hören. Du kannst ihre Freude nicht teilen. Augen auf den Horizont, sage ich. Du bringst ein mächtiges Geschenk mit nach Hause, wenn auch in einer ungewöhnlichen Form, und du betest zu Negati, dass du sie im Zaum halten kannst. Die Vision verschwindet und deine Beine versichern sich wieder des festen Bodens unter ihnen. Ihre Hand ergreifen. Zärtlich greifst du nach ihrer Hand. Zunächst geschieht nichts, doch dann formt sich ein kleiner Tropfen Wasser in ihrem Augenwinkel, der ihre Wange herunterkullert und auf den Boden tropft. Die Träne wegwischen. Du steckst deinen Daumen aus und wischst damit die feuchte Spur auf der Wange der Statue ab. Vor einem Moment fühlt sich der harte Stein weich an. Dann gehen wir mal wieder. Gut. Das heißt, hier unten können wir erstmal nichts machen. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Da müssen wir mit Anno von Seraphen reden. Und ich muss immer ein Auge drauf haben, welche Leute mir bei den Quests empfohlen werden. Hier oben bei den Main-Quests natürlich niemand. Ihr Geschäftsgeheimnis, begib dich zum Schlund, das ist Tekeo-Quest. Mann über Bord, das ist die Seraphim-Quest. Den Schwierigkeitsgrad würde ich gerne manchmal verstehen. Mann über Bord ist Seraphim. Handelsbedingungen, das ist, ja, das mit der Lage auf Pokokahara. Da sollte ich Palegida mitnehmen. Kopfgeld für die Republiken. Das Messing-Imperium, da haben wir noch keine richtige Quest. Ein banges Gefühl. Die Stimme von Pokokahara.
Laterne des Gaudis Xoti. Kartografie ist egal. Erleuchtende Fahrt ist Edda. Familienstolz nichts. Schatzkammer des Erdmagiers nichts. Das ist die Alof-Quest. Und da ist auch nichts Besonderes dabei. Oder ich sehe die Geschwindigkeit nicht und das bedeutet, der Expertenmodus ist an. Das kann gut möglich sein. Gruppierung Schauplatz, Gruppierung Normal, Normal ist besser. Und ich könnte theoretisch Abgeschlossene ausblenden. Aber lassen wir sie mal an. So. Das heißt, wir gehen zur Tür raus, reden mit Seraph, erst mit Alof. Oder wir reden einfach mal durch mit allen, weil könnten ja was Neues zu sagen haben, die anderen beiden. Und dann können wir ja weitermachen. Wie gesagt, Palegina und die anderen beiden, mit denen können wir an Bord reden entweder. Oder wenn wir sie mitnehmen. Weil wir werden wahrscheinlich eh noch oft genug nach Nekataka kommen.